Heute ist der Fokus auf Drug Development. Der Herr Butler und der Herr Pfister, die ich herzlich begrüße, die ja diese Veranstaltung seit Jahren mit uns hier machen. Für einen Alumni von Heidelberg tut es weh zu sagen, aber das ist ja das Prime-Standort für Deutschland, ohne Zweifel. Ich freue mich sehr, dass wir heute diesen Pitch da hier mit dem IZB zusammen in München haben, vor allem in Person. Man sieht, dass die Leute einen extremen Redebedarf haben. Für viele ist es seit anderthalb Jahren der erste Event, wo man sich wieder sieht. Danke. Ja, der Life Science Pitch Day hat sich mittlerweile wirklich zu einer Institution entwickelt hier in München. Und es ist schön zu sehen, dass auch dieses Jahr wieder so viele Leute diese Einladung wahrgenommen haben. Und ich bin froh, hier zu sein und alle wieder persönlich sehen zu können. Pitch Day, endlich wieder face to face. Viele alte Bekannte, viele neue Gesichter, sowohl unter den Investoren wie auch unter den Startups. Sehr interessante Proposals gesehen. Es ist deutlich schöner, vor Personen zu pitchen und dann direkt Rückfragen zu bekommen. Die Investoren haben gesagt, wenn ihr das hören, könnt ihr kurz überlegen und interagieren dann und nicht sofort wie im digitalen Sprechen. Also es ist wunderbar, dass wir dieses Setting haben. Das ist wieder eine super Auswahl an Unternehmen und Investoren dabei. So, es war eine sehr gute Veranstaltung. Wir haben hier heute viele innovative Ideen gehört und ich gehe mit einem Notizbuch voll nach Hause. Es hat sich gelohnt, wie immer, in Deutschlands wichtigster Biotechnologiestandort gewesen zu sein.